Ja, heute der 9.11.2024. Ja, wir, die Zukunft Wittenberg, eine Abordnung, haben mit verschiedenen Bewegungen, und zwar Widerstand Aschersleben und die Mahnwache Dessau, eine Kundgebung hier heute. Und zwar eine Kundgebung für den Frieden anlässlich des 35. Jahrestages des Mauerfalls. Ja, Stimmung geht schon los hier. Wir bauen hier auf. Der Micha ist hier mit dabei. Der ist natürlich hier als Ordner. Wir teilen uns natürlich hier alle Arbeiten mit. Und Organisatoren natürlich, Organisationen auch. Und deswegen macht der Micha heute hier den Ordner. Nico ist schon aufpassen als Ordner, also der ist schon tätig hier. Ja, so als Abordnung machen wir das heute hier. Und wir wollen hier für den Frieden dastehen, der ja im Moment auch sehr, sehr gefährdet auch ist auf der Welt. Und gerade auch für uns auch unwahrscheinlich. Und wir wollen hier mal ein Zeichen setzen, dass wir also auch eine friedliche Revolution hatten vor 35 Jahren. Und der Ursprung war dann nachher der Mauerfall vor 35 Jahren, heute am 9. Und natürlich werden die, die damals schon nur an Bananen und guten Kaffee dachten und die niemals bemerkt haben, dass das Beschneiden von Gedanken und Worten das größte Problem war, also genau die finden auch jetzt wieder alles super und viel besser, als es früher war, denn den Kaffee und die Bananen kriegen sie ja. Und ein anderes Problem hatten sie auch nicht. Wie Rosa Luxemburg schon sagte, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Wenn man immer vom Wende redet und all solchen Sachen. Mein Bruder hat mir mal zu mir gesagt, eine Wende ist eine Drehung um 180 Grad und man geht an den Ausgangspunkt zurück. Die Ereignisse in der DDR als Wende zu bezeichnen, ist nicht so die korrekte Bezeichnung, würde ich sagen. Wir wollten keine Wende in dem Sinne. Wir wollten die Regierung loswerden und einen Neuanfang beginnen. Viele, viele Leute da. Es war Polizei da. In den Grünanlagen. Kampfgruppe, Polizei, Armee und die unsichtbare Stasi. Für mich hat das bloß traurig gemacht, um das mal symbolisch zu kennen. Ich weiß nicht, die jungen Leute werden es nicht wissen, was die Kampfgruppe damals war. Die Kampfgruppe war damals, ist entstanden nach dem 17. Juni im Volksaufstand. Und das war Leute, die also in den Betrieben, meistens in den Großbetrieben, dort eben angeheuert wurden, meistens mit dem Bonbon dort natürlich auch dran. Und die waren dann auch bewaffnet, um dann in diesen großen Betrieben, wenn dann so ein Aufstand ist, das gleich auch niederzumachen. Und für 100 Mark mehr Rente, die sie gekriegt hätten, weil sie in der Kampfgruppe waren, hätten die mich erschossen. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war im Widerstand und ich saß am 9. November an einem Scheißtümpel mit zwei Angelruten und habe nicht mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Also so ein Scheiß-Timing kann man wirklich nur einmal im Leben haben, hoffe ich. Aber das ist ein bisschen fröhlichere Geschichte. Ich habe es mir dann danach angesehen auf, ja, es gab ja dann die Aufnahmen überall. Wir sind hier heute in Dessau am Bahnmonument, was hier schon, wir haben es leider nicht rausgekriegt, aber Anfang der 70er hier aufgebaut wurde. Und ich kenne das als Kind von klein auf. Und wir haben diesen Platz ausgesucht, weil da die Friedensdaumen wehen und der Frieden für uns wichtig ist. Und wir haben uns zusammengeschlossen, Aschersleben, Wittenberg, um gemeinsam für den Frieden auf der Straße zu sein und den Leuten zu zeigen, wir stehen, müssen zusammenstehen, wir müssen viel mehr werden. Und wir als drei Städte haben jetzt angefangen. Ja, also ich finde es schön, dass wir die Initiative überhaupt gestartet haben. Ja. Gibt es ja auch äußerst selten. Also es ist häufig so, dass dann Orgas mal mit unterstützen bei Riesengroßdemos, aber dass man eben nur als drei Städte ohne LED und ohne Riesenbühne was auf die Beine stellt. Genau, man muss hier nicht mit Spendenbüchsen rumlaufen, ist alles gut. Was ich traurig finde, ist, dass so wenig Leute sind. Es ist aber symptomatisch für unsere Zeit, weil man sich ja mittlerweile
schon als Nazi lesen muss, wenn man für den Frieden demonstriert. Ja, das ist früher mal Staatsdoktrin gewesen. Nie wieder Krieg von deutschem Boden und auch nie wieder Unterstützung von Krieg von deutschem Boden aus. Und das hat man im kollektiven Vergessen irgendwie untergebuddelt. Das ist sehr traurig, weil wenn wir den Frieden nicht mehr haben, dann nützt uns überhaupt gar nichts, irgendwas. Ja. Und ich danke natürlich denen, die hergekommen sind. Und ich habe es auch schon oft gesagt, lieber mit 200 Leuten, die das Herz am richtigen Fleck haben und mit denen man zusammensteht, als irgendwo mit 5000 Leuten, die nur hingegangen sind, weil sie wussten, da ist der Streamer und da können sie ihr Gesicht in die Kamera halten. Also ich finde, das ist schon schön hier. Ja. Ja, Colette, da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen. Unsere Gesellschaft ist mittlerweile so, dass hier Chaka-Chaka, es muss immer was erlebt werden. Und wir als Veranstalter sollen uns jetzt hier was einfallen, wie wir irgendwas hier zum Erleben bringen. Hier geht es um was ganz Wichtiges. Es geht um den Frieden. Um den Frieden. Und ohne Frieden ist alles nichts, hatte ich gerade vorhin auch gesagt. Und das sollte jeder sich doch mal durch den Kopf gehen lassen. Das haben wir damals noch gelernt, was Frieden ist. Und nie wieder Krieg, hieß es, von deutschem Boden. Und wir machen das jetzt mit wir liefern Waffen in Kriegsgebiete. Sollte niemals... Das wollen wir einfach mal nicht. Und nochmal was zu dem Zusammenschluss, wie wir uns hier jetzt hier gefunden haben. Das ist richtig gut und das sollte noch unbedingt Schule machen. Und vor allen Dingen auch im Umkreis diese Städte. Wir müssen nicht Großdemos, genau wie du das sagst, wir müssen das nicht haben. Selbst wenn wir regional das machen können und werden dadurch auch mehr und unterstützen uns gegeneinander. So, und da können wir doch dann auch mal, wir können auch nach Aschersleben mal kommen natürlich, auch mal so montags mit. Das sind alles keine langen Strecken. Das ist kein Problem. Nach Dessau, nach Wittenberg. Ne? Ja. Das war auch schon so ein Thema, wo wir uns zu Hause schon mal drüber unterhalten hatten, dass man einmal im Monat so eine Städtegeschichte macht im Sonnabend. Denn Montag sind ja die ganzen Initiativen, aber einmal im Monat, ein Sonnabend und dann eben um Aschersleben als nächstes, Wittenberg kommt dann. Und so wäre das schön, wenn auch andere Städte dazu kommen, gerne. Aber das Orga-Team soll Spaß machen und es geht ja nicht um Egomanen und um Geld. Um Geld geht es auch nicht, ja. Das will ich auf jeden Fall, weil ich will ja keine Ego-Kämpfer haben. Ja. Genau, das wäre das Wichtigste. Und wer genauso denkt wie wir, ist in unserem Orga-Team gerne willkommen. Ja? Seid ihr damit auch alle einverstanden? Absolut. Auf jeden Fall. Absolut, genau das müssen wir. Und ein Wir wollen wir hier sehen. Genau.